Nach der ersten Ultraleicht-Sota-Aktivierung vor einer Woche am Moschkogel plane ich heute eine weitere Ultraleicht-Wanderung auf den benachbarten großen Spike-Kogel. Circa 8 Kilometer Distanz und 550 Höhenmeter sind zu überwinden. Dann steht man auf über 2100 Metern. Das Handy bleibt diesmal zurück. APRS-Positionen sende ich per DMR mit dem Funkgerät. Funk ist auf den Bergen natürlich viel verlässlicher als jedes Handynetz. Nur die GPS-Navigation, falls ich in der Dunkelheit nicht mehr weiter weiß, geht mir ab. Als Alternativplan nehme ich einen analogen Kompass mit. Zusammen mit den APRS-Aussendungen kann ich dann per Umsetzer um Navigationshilfe bitten und mir Peilanweisungen in Richtung meines Ziels durchgeben lassen. Soweit der Plan. Ein Lawinenerkundungshubschrauber zieht seine Runden. Die Hühnerstütze, der steilste Teil der Strecke, baut sich vor mir auf. Alleine hier gewinnt man 235 Höhenmeter. Auch der Wind frischt auf und der Himmel wird immer bedeckter. Auf der Hühnerstütze zeigt sich der Gipfel dann plötzlich in dichte Wolken gehüllt. Ein Wetterumschwung. Vor 2 Stunden war der Himmel noch blau. Eine kurze Pause, um Kräfte zu sammeln, dann geht es in die zweite Hälfte. Richtung Seespitz nimmt der Wind dann plötzlich extrem zu. Der letzte Kilometer steht an. Jetzt komme ich in die Wolken. Im Nebel gibt mir OE6 CBX per Funk aktuelle Informationen über meine Position. Hier ist OE6 Charlie Bravo 3 Portable. Du bist jetzt noch ca. 150 Meter vom Gipfel entfernt. Okay, ja. Hier ist gar nicht so viel Wind, hier ist oben. Und jetzt bin ich über einen Wegweiser. Schauen wir mal. Dann kommt endlich das Gipfelkreuz in Sicht. Und 100 Meter vor dir ist der Radar. Okay, danke, ja. Ich sehe das Kreuz. Hier, es kommt aus dem Nebel. Ich sehe es, ja. Oben angekommen ist der Wind zum Glück nicht so stark. Dafür Minustemperaturen und nur ca. 20 Meter Sichtweite. Heute mit dabei die Diamond RH770, eine Ausziehantenne für 2,70 Meter. Nach unglaublichen Berichten von anderen Funkamateuren muss ich sie jetzt endlich selbst einmal ausprobieren. Es wird bald dunkel und die Bedingungen sind auch nicht die gemütlichsten, deshalb gehen wir gleich zum Test über. Gut, das ist jetzt laut auf der kleinen Antenne. Also
aus Köln von Portable mit Firebus RH770. Da bist du jetzt mit S9 da, jetzt bist du mit S9 da. Wow, ja, das ist ein gescheiter Unterschied. Wow. Aha. Ja, wir können 2 Meter noch ausprobieren. Genau, also jetzt, bevor ich losfahre, probieren wir 2 Meter. 5, 2, 5, alles klar. Ja, ich gebe 2, 5, Q17 und OSX, NOA, OSX, Charlie, Bravo, X-Ray. Hier ist OSX November aus KF. Bei mir, das dürften plus 60 sein. Warte mal, ich mal genau die Balken. Nochmal zu dir, Markus. Hier ist Oscar Echo 6, November Oscar Alpha, Portable. Ja, voll Ausschlag, es ist plus 60, es ist volles Signal, ja. Okay, testen wir aber hier noch schnell die andere Antenne. Ich schraube wieder um. Oh! Eingeeist schon. Kleine Antenne. Hier ist OS6 November Oscar Alpha Portable. Wie hörst du mich? 5 und 5. Ein Wahnsinn. Von 5 und 5 ist 9 plus 60. Es meldet sich noch OS6 Kilo Papa Echo, über 40 Kilometer entfernt aus Graz. Johannes, bitte gib mir noch mal den Rekord, den ich hier mit 2,5 Watt mit dir in Graz habe. Ja, du 5, 9 plus bis 5, 9 plus Blut. Also, Bombensignal, Readingleistung. Ein halber Millimeter Eisbildung schon auf der Antenne. Unterschied quasi zu verdeutlichen. Ich lege wieder eine Pause ein, um bei Kräften zu bleiben, was in diesen Bedingungen natürlich besonders wichtig ist. Sam kalt. Mittel kalt. Es wird Zeit für die Stirnlampe. Im Nebel verwende ich rotes Licht, um nicht so stark geblendet zu werden. Ja, ich habe mich nochmal hier etwas erhöht nachgestellt. Ja, ich kann den Erik da aufnehmen, ohne Problem. Ja, 5 Streiche, Steiner. Boah, super, danke für den Report. Ja, Q5 habe ich dich da. Dann höre ich plötzlich OE6 Tango November Oscar-8 und OE8 Oscar Papa Tango aus dem 50 Kilometer entfernten Klagenfurt. QRX? Ja, bitte, komm einer. Ja, servus, ich stehe hier mit Handfunkgerät, 5 Watt. Am großen Spike-Kogel, 2100 Meter. Wow, das geht wirklich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut geht zu euch darunter. In den Spitzen 9 plus 15 bei mir. Ich weiß nicht, warte, jetzt gib das Mikrofon einmal zum Daniel. Ja, bei mir ebenfalls 5, 9 plus 5, so gut wie das FT3, das halt sonst sagt, ich fahre aber auch noch mit 5 Watt, wie kriegst du mich nur noch? Wow, absolut rauschfrei. Q5, Endausschlag. Ja, ich teste gerade die neue Antenne, das ist die RH770. Ich hätte nie gedacht, dass die so gut geht mit Handfunkgerät hier und S9 Plus nach Klagenfurt. Ich rufe noch ein bisschen CQ. CQ, allgemeiner Anruf. CQ, allgemeiner Anruf von Oscar Echo 6, November, Oscar Alpha, Portable. OE8 Fox Charlie Kilo. Dankeschön fürs Zurückkommen. 5-9, wie ist mein Report bitte? Okay, vielen Dank. Danke fürs Zurückkommen. OE6 Oscar Delta. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist OE6 Oscar. Rapport für dich. Q5 und S7 bei mir. Q5, S7, gell? Ein QTH Kindberg in der Steiermark, Grüssel. Okay, OE6 Oscar Delta Delta aus Kindberg Steiermark. Heimat, danke schön. Danke vielmals für den Rabatt, 5-7. OE6 Oscar Delta Delta noch einmal. Arbeit ebenfalls mit 5 Watt, gell? Also Vorstand für dich, FT817 von meiner Seite 5 Watt und eine M200 oder ich, ja,
Vielen Dank für den Kontakt. 73. Nach über einer Stunde am Gipfel bin ich schon von oben bis unten mit Eis bedeckt. Es ist Zeit für den Abstieg. Ich halte es kurz, ich werde jetzt runter gehen. Es ist schon zu spät jetzt langsam. Ich werde die Antenne abbauen, werde APRS anschalten, nicht funken. Ich muss mich extrem konzentrieren, ist eh klar hier beim Abstieg. Und ja, man wird sich vielleicht noch hören. Was, 73? Freie Wanderung, servus. Was, 73? Tschüss, ich melde mich ab. Servus, tschüss. Voll vereist. Setzen wir einen schnellen. Jetzt mit voller Konzentration runter. Dann treffe ich wieder auf Orkanwinde. Seitlich in den Wind gelehnt, kämpfe ich mich voran. Auf der Hühnerstütze wird der Wind schwächer, dafür folgt der gefährliche, steile Abstieg. Die Grödel helfen bei diesem Gefälle nichts mehr. Mit Gesellschaft der Leobener Digitalrunde gehen die letzten schleppenden Meter einfacher voran. Und das Mikrofon gleich wieder zu dir. Ja, Roger, Roger. Danke, dass du die Umleitung schon einmal. Am Weinofen sind es nur mehr 500 Meter bis zum Auto. Aber nicht, bevor ich nochmal in ein Loch sinke und stürze. Am Ende komme ich aber heil beim Auto an. Der Test war ein voller Erfolg. Die Diamond RH770 ist wie eine Stationsantenne fürs Handfunkgerät. In Zukunft werde ich wohl noch einige Gipfel mit dieser Antenne aktivieren. Ein ereignisreicher und aufregender Wandertag.